Also hallo, wer mich noch nicht kennt, ich pitche euch da und sage, ich bin der Stefan. Ich bin aus Wien, wie man am Zungenschlag hören wird. Und ich bin auch nicht gerade einer der Jüngsten hier. Das heißt, ich bin zu Zeiten mit dem Internet familiär geworden. An der TU damals, wo ich studiert habe, so auf Größenordnung 1990 hat das begonnen, habe erste E-Mail-Adresse gekriegt. Und habe das Internet sehr genossen mit Yahoo als Suchmaschine. Und dieses Yahoo hatte als ein Feature die Volltextsuche, wie ihr die kennt jetzt von Google, aber eben auch einen Kategorienbaum. Und diesen Kategorienbaum habe ich wirklich sehr genossen, weil ich da sehr viel Zeug quasi durch Browsen gefunden habe. Durch die Kategorien, die mich interessiert hat. Ich habe mich sehr für Physik und Mathematik interessiert, weil ich das auch studiert habe und für Bildung und solche Sachen. Und habe dort echt coole Sachen gefunden. Dieses Konzept des Kategorienbaums ist dann ziemlich außer Mode gekommen. Ich kenne jetzt eigentlich keine große Suchmaschine, die das noch toll anbieten würde, mit vielleicht der Ausnahme den DMOZ, wenn ihr das kennt. Also das, wenn ihr auf sowas Lust habt, dmoz.de. Da gibt es noch so einen Kategorienbaum, aber sie ist ehrlich gesagt kaum mehr vertreten. Und warum wohl? Es ist eigentlich auch relativ natürlich. Das Internet ist mittlerweile so groß geworden, dass ein Kategorienbaum kaum eine Chance hat, die relevanten Teile des Internets aufzunehmen. Das ist einfach zu groß, diese Struktur. Das wird es nicht mehr spielen. Das ist vorbei. Wie gesagt, ich habe dieses sehr genossen, diesen Baum, in dem man da hübsch suchen konnte. Und ich bin ein Podcast-Süchtiger, wie ihr ja auch, oder zumindest die meisten von euch. Und die Podcasting-Welt ist noch nicht so riesig. Ich habe versucht, das zu ermitteln, wie viele Podcasts so ungefähr gibt, die wirklich noch aktiv sind, alles mögliche herumrecherchiert. Ich würde schätzen, so ungefähr irgendwas zwischen 200.000 und 400.000 Podcasts, die aktiv sind. Und ich würde schätzen, ja? Ja, ich bin ein Lehrer von der ursprünglichen Ausbildung. Ich habe das sehr gern, wenn gefragt wird, dazwischen geredet wird und so weiter. Also immer gleich. Ich stimme dir zu. Und ich würde schätzen, dass es im deutschen Sprachraum, also da habe ich auch versucht, ein bisschen Zahlen rauszukriegen, dass es dort überproportional viele sind. Ich glaube, es sind in der Größenordnung so 20.000 bis 30.000. Also das ist alles noch eine Sache, die ist für einen Menschen in einem Kategorienbaum relativ handelbar. Wenn wir uns das kurz überlegen, einen dreistufigen Kategorienbaum, 10 Top-Kategorien, 10 in der ersten Ebene pro Kategorie, drunter haben wir 100 Kategorien und wieder da an Faktor 10 an Kategorien drunter, hätten wir 1000 Kategorien bei nur einem dreistufigen Baum. Wenn wir da sagen, wir hätten 20.000 Podcasts, sagen wir, wir nehmen die 10.000 relevanten raus, hätten wir genau 10 Kategorien im Schnitt, 10 Podcasts pro Kategorie, die da drinnen liegen. Das wäre echt alles noch hübsch handelbar. Das war so mein Gedankenmodell vorher. Und sowas gibt es nicht. Ich habe also herumgesucht und habe gefunden, Feed. Eine Podcast-Suchmaschine, das müsste es doch sein. Und ich habe mich nicht so wirklich drin wohlgefühlt, muss ich sagen. Und da gibt es sonst irgendwas. Ich habe ein paar andere Podcast-Archive gefunden und amerikanische Geschichten gefunden. Ein paar davon waren echte Spam-Schleudern dann auch, wenn man sich dort registriert hat und so weiter. Ziemlich viel kommerzieller Schrott, ein paar hübsche, kleine, gepflegte Sachen. Wir kennen ja auch die Wissenschaftspodcast-Liste zum Beispiel. Ne? Das gibt, habe ich auch heute gelernt oder gestern gelernt, eine große Fußball-Podcast-Liste. So super gepflegte Nischenlisten gibt es, aber die große Liste, den großen Baum gibt es eigentlich nicht. Ich will ihn aber haben. Das ist die Motivation da dahinter. Sowas hätte ich gern. Die zweite Geschichte, die noch dazu kommt, ich bin Softwareentwickler. Das heißt, ich brauche gern Sachen. Und ich habe in den letzten 6 Jahren fast ausschließlich eine gewisse Art Programmierung gemacht, die sich objektorientierte Programmierung nennt. Das wird einem irgendwann einmal langweilig, dann sucht man sich was Neues. Das Neue, das ich gefunden habe, ist funktionale Programmierung und das hat ein Feature. Man kann relativ einfach Sachen parallel machen. Das habe ich interessant gefunden, aber eigentlich habe ich mir gedacht, ich brauche es nicht. Bis ich wieder an dieses Podcast Projekt, an dieses Katalogprojekt gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt diese 10.000 Feeds habe und die würde ich gern parallel parsen können, das wäre doch eine Sache für so ein Projekt, damit anzufangen. Ja, und das habe ich auch gemacht und habe begonnen vor etwa 4 Monaten das wirklich zu lernen. Das heißt, ich bin in der Ecke relativ neu. Wer sich für die Technologie interessiert, ich werfe nur 2 Stichworte in den Raum, das heißt Elixir und Phoenix, dann höre ich mit Technologie auf. Wer dazu Fragen hat, kann mich dann gerne weiter fragen.
Und lerne das jetzt eben seit 4 Monaten und seit einem Monat habe ich angefangen zu programmieren, diese Geschichte. Habe geschaut, wie weit ich damit komme. Und das, was bisher entstanden ist, habe einen Talk hier eingereicht. Aus dem Talk ist ein Workshop geworden. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und versuche jetzt das zu vermitteln, was ich bisher erreicht habe und was ich in Zukunft damit erreichen will. Das Ding heißt Panoptikum. Was kann es bisher? Was gibt es bisher? Wie gesagt, ich bin ein Techniker, ich schmeiße euch gleich das Datenmodell um die Ohren. Keine Angst, das ist nicht so schwer zu verstehen, ihr werdet das gleich sehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Was will ich da drinnen haben? Podcasts. Podcasts, wie wir wissen, haben viele Feeds. Deswegen steht da dieses 1 zu N. Also für jeden Podcast kann es viele Feeds geben. Diese Feeds können auch noch alternative Feeds haben, wieder so eine Relation. Podcasts haben viele Episoden hoffentlich. Episoden haben hoffentlich viele Kapitel. Diese Kapitel sind die Chapters, die ihr kennt auch aus den diversen Applikationen. Episoden haben auch viele Enclosures, also sprich, das sind die Files, die man dann runterladen kann, also im Großen und Ganzen MP3-File und so weiter. Und Episoden haben auch Kontributoren. Kontributoren können aber nicht nur bei einer Episode mitmachen, deswegen bei vielen Episoden mitmachen, deswegen diese Relation da einzunehmen. Also das gibt es einmal da so als Datenmodell für die Podcasts direkt. Ein Podcast, behaupte ich, ist immer nur in einer Sprache. Ein Podcast kann sich in mehreren Kategorien befinden und Kategorien haben hoffentlich viele Podcasts. Podcasts haben Besitzer und Besucher. Die Besitzer, diese Besitzer sind Besucher der Webseite, hoffe ich. Die Besitzer sind ja die Podcaster und ich hoffe, dass die Podcaster auch diese Webseite hier verwenden werden. Podcasts haben ebenso wie die einzelnen Episoden-Kontributoren haben auch Kontributoren. Sie haben Follower, also das ist das Liken, was ihr kennt vielleicht von Facebook. Ah, da klingt schon ein bisschen so ein Social Media rüber. Und sie haben hoffentlich auch viele Hörer. Und dann sage ich noch die Besucher von der Webseite, die sind hoffentlich oder vielleicht auch aneinander interessiert und an den Hörgewohnheiten, die sie haben, interessiert. Also so in die Richtung, Leute, die hören, was du hörst, hören gerne auch. Jetzt mal so ein Modell. Was gibt es bisher? Es gibt diesen einen Kategorienbaum mit Podcasts, Podcasts mit Episoden. Es gibt einen Datenbestand von zurzeit, das ist nicht besonders viel, 102 Podcasts, die rein gepasst sind, 5.500 Episoden, 46 Kategorien. Ihr seht schon, das ist momentan alles noch sehr bescheiden, was die Anzahlen angeht. Ich will auch nicht die größte Podcast-Datenbank werden. Ich habe nicht das Ziel, dass da alle drin sind. Das könnte Feed machen. Ich hätte gern nur die Guten drin. Wenn du sie gefunden hast, sagst du mir, welches. Die, ja, und zwar lösen wir das so, dass das System dann eine API haben wird und die kannst dann einfach auslesen. Wie sind diese Sachen da reingekommen? Ihr könnt euch vorstellen, 5.700 Episoden habe ich nicht manuell reingegeben. Ihr wisst aber auch, jeder Podcast hat ein Feed. Das heißt, diese Feeds passt das System. Also ein Feed-Pass ist eine Entwicklung von mir. Zurzeit gibt es da drinnen den Podlove Webplayer. Ich sage ganz bewusst zurzeit, weil bis vor 48 Stunden kannte ich auch nichts Besseres. Das hat sich mittlerweile geändert. Also der Podigy Webplayer hat mich schon ziemlich angefixt. Hab auch mit den Herren geredet. Das Ding steht unter der MIT. Das kann man einbetten. Das wird es wohl als nächstes werden. Könnt darauf eingehen, warum der Webplayer kritisch ist. Wer sich dafür interessiert, gern fragen dann. Aber es gibt, wie gesagt, Besseres. Es gibt ein Feature Scan to Subscribe. Also, was ich nicht haben möchte, ist, dass ich jetzt URLs abtippen anfange auf meinem Smartphone. Das ist, finde ich, echt mühselig. Sondern wenn ich es gemütlich auf meinem Laptop gefunden habe, einen Podcast, der mich interessiert, will ich da einen Barcode abscannen und damit subscriben können. Das Ding hat Responsive Layout. Was heißt das? Das soll nicht nur auf dem Laptop funktionieren, sondern durchaus auch auf dem Smartphone. Dann natürlich nicht scannen, sondern dann gibt es einfach den Subscribe-Button, den ihr kennt. Und worauf ich zurzeit ein bisschen stolz bin, ich bin momentan noch mit Antwortzeiten unter 25 Millisekunden unterwegs. Mit anderen Worten, das Ding ist zurzeit echt noch sauschnell und soll das auch bleiben. Das ist ein Ziel daran. Wie schaut das bisher aus?
Schauen wir uns das einmal an. Ihr könnt da gerne auch mitspielen, jederzeit, also sofort oder auch später. Die Webseite von dem Projekt ist panoptikum.io und da gibt es rechts einen dezenten Button-Alpha-Test. Und dieser dezente Button führt einen dann auf die eigentliche Webseite. Wir werden das vielleicht noch ein bisschen größer drin, jetzt sollte es groß genug sein, glaube ich, dass man mal sieht, dass es hier ziemlich große Boxen gibt, das sind die Top-Kategorien. Da gibt es dann graue Buttons oben, das sind die Subkategorien. Und es gibt Buttons, die schwarze Schrift auf weißem Grund sind, das sind die einzelnen Podcasts. Also ich kann mich zum Beispiel da jetzt für den Podcast Data Stories interessieren, komme dann auf die Webseite des Podcasts, das ist das Bildchen, das sind die einfachen Metainformationen, wie die Sprache, wann ist das letzte Mal der Feed aktualisiert worden und so weiter. Dieser Barcode zum Scannen, das kann man, wer Lust hat, kann das ausprobieren. Das, juhu, funktioniert. Und dann einfach die Liste der Episoden, einfach zurzeit so gelistet, dass die neuesten Episoden möglichst weit oben stehen, mit kurz der Beschreibung, der Summary, dem Link und einem Deep Link und also die einfachen Metainformationen. Jetzt interessiert mich angenommen die letzte Episode. Also klicke ich da wieder auf die Überschrift und komme damit auf die Webseite zur einzelnen Episode. Und habe hier jetzt den, wie gesagt, zurzeit noch eingebetteten Podlove Webplayer. Da kann ich das Ding abspielen. Sofern der Podcast Kapitelmarken hat, sind die auch da drinnen. Ich kann Deep Links anklicken auf die einzelnen Kapitel. Juhu, Podlove Webplayer macht das mit dem ersten Anklicken richtig. Mit dem zweiten funktioniert es nicht mehr. Also dann nicht wundern drüber. Aber wie gesagt, der Player wird ausgetauscht. Wenn die Kontributoren im Feed sind, sind die auch da. Die Enclosures, also die einzelnen Dateien, die verlinkt sind, sind zu finden. Und es sind dann noch unten die Shownotes angeführt. Die werden sich wahrscheinlich in nächster Zeit etwas ändern müssen, wie ein Gespräch gestern ergeben hat. Bin ich da ein bisschen zu mutig wahrscheinlich, was ich da darstelle. Also die Bilder da einzubetten, einfach von der Website, ist ziemlich sicher zu mutig. Also das sind die Original-Shownotes und das war's. Das ist die Detailseite von so einem Podcast. Ich kann wieder raufgehen, woanders browsen, wenn ich einen Podcast gefunden habe, einfach abonnieren, indem ich auf diesen Barcode scanne. Was bringt es, wenn ich auf den Barcode scanne? Es geht dann am Handy einfach eine Seite auf, die nichts anderes beinhaltet als den Subscribe-Button, den ihr ja kennt. Also da ist keine aufregende Technologie dahinter, sondern nur ein Link auf eine minimalistische Seite, sodass ich dann wieder einfach subscriben kann. Es gibt als kleines Goodie die letzten Episoden, die da reingekommen sind. Mehr ist da zurzeit noch nicht zu sehen. Schauen wir weiter. Wie geht es mit der Geschichte weiter? Der erste Plan war mal hier was zu haben, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann, damit wir wirklich drüber reden können. Also eine Alpha zur Subscribe hier zu haben. Juhu, das Ziel ist erreicht. Das nächste Ziel für mich ist der Kongress, also der 33C3 zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamburg. Da möchte ich eine Beta haben, also ein Ding, das man auch verwenden kann, wo man wirklich dann über was konkret darüber reden kann. Und so der Plan wäre, Mitte 2017 einen Produktivstart von dem Ding zu machen. Das ist so die Roadmap jetzt einmal fürs Erste. Was sind die Themen, um die es für mich gerade jetzt so geht? Wie gesagt, ich lerne diese Technologie, die da dahinter steht, gerade einmal 4 Monate bisher. Da sind noch einige Sachen nicht optimal. Wer Lust hat, sich den Code anzuschauen und ihn zu kritisieren, ist auf GitHub in einem Repo. Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen. Also was das Lernen angeht und Aufräumen des Codes angeht, da werde ich ein bisschen Zeit in nächster Zeit hineinstecken müssen. Das Thema Security, ihr habt vielleicht gesehen, weil ihr das selber aufgemacht habt, die Seite, das läuft alles unter HTTPS. Das ist einmal okay. Spannender wird es beim Thema Privacy. Bisher bringt der Login noch nicht wirklich was, außer wenn man Administrator ist, kann man sich das Admin-Interface anschauen, juhu. Aber User-Daten sind da noch keine relevanten drinnen, also das wird ein spannendes Thema. Unter welchen Daten werden unter welchen Lizenzen werden die Daten, die Leute hier dann hinterlegen werden, die die User erzeugen werden, abgegeben, sprich unter welchen Lizenzen sind die dann für andere Systeme wieder verfügbar? Stichwort API, was wir vorher gesagt haben, also Schnittstelle an andere Applikationen. Dann das Thema Parallelisieren. Momentan wird ein Feed nach dem anderen gepasst, das ist nicht notwendig. Das, wie gesagt, ist von diesem
von dieser Programmiersprache vorgesehen, dass das alles parallel läuft. Das habe ich noch nicht gemacht. Und das ganz große Thema, wo es bisher noch nichts zu sehen gibt, ist das Thema Messaging, also Nachrichten hin und her schicken, Texte hin und her schicken. Um welche Nachrichten geht es da? So Sachen wie Likes, also wenn jemand auf eine Podcast-Episode klickt, weil sie ihr oder ihm gefallen hat, drauf zu klicken und das zu liken, Textkommentare abzugeben, Empfehlungen abzugeben. Solche Daten wären das zum Beispiel. Nur um ein bisschen mehr ein konkretes Beispiel dazu zu geben. Ich könnte mir das so vorstellen. Das ist eine Geschichte, das wird in den nächsten ein, zwei Wochen implementiert werden. Wenn man da sich eine Podcast-Episode in diesem Webplayer anhört und jetzt, sagen wir, ist man in Minute 7 und da findet man eine Stelle kommentierenswert und tippt einen Kommentar ein und sagt Submit, dann wird dieser Kommentar auf den Server auch übertragen und alle anderen, die einerseits Kommentare abonniert haben zu dieser Episode, würden sie unmittelbar sehen. Und andererseits auch all jene, die sich diese Episode später mal anhören werden und auch genau bei Minute 7 anlangen, werden diesen Kommentar dann auch sehen. Also diese Kommentare sind mit Timestamps zur Episode versehen. Das ist da so eine Idee, was die Kommentarfunktion angeht. Ja, das sind so die großen Themen, um die es für mich gerade so geht. Kommt vielleicht ein bisschen konkretere Features, wie gesagt, die Kommentare pro Podcast, pro Episode erzeugen diese Nachrichten. Nachrichten können auch dann zwischen den Benutzern sein. Benutzer sollen OPML-Dateien hochladen können. Das heißt also, wenn ihr in einem Feedreader die Podcasts abonniert habt, könnt ihr ja meistens dort exportieren, alle meine Feeds ungefähr. Das erzeugt eine Datei, wenn man die dann hier hochlädt, sich als User zuerst einmal registriert, diese Datei hochlädt, dann kann ich erstens einmal diese Podcasts, falls ich sie noch nicht habe, in der Datenbank aufnehmen, kann sie parsen, sodass sie andere Leute auch sehen und kann dann vergleichen unterschiedliche Benutzer und eben dieses Feature auf die Art und Weise anbieten, User, die Podcasts wie du abonnieren, das könnte sein, die genau die gleichen Episoden, die gleichen Podcasts abonniert haben oder zumindest das Podcast aus den gleichen Kategorien abonniert haben, hören auch gerne sowas in die Richtung. Dass man also Hörgewohnheiten folgen kann, auch anderen Hörern folgen kann, was die so gerade gehört haben, um zu vergleichen, habe ich die gleichen Erfahrungen, die der oder die andere Hörerin macht. Ja, das sind so die nächsten Features für die Public Beta. Also wie gesagt, das ist der Plan, bis etwa Jahreswechsel zu haben. Ja, damit habe ich diese Viertelstunde zumindest schon gequatscht und mich interessiert hauptsächlich eigentlich euch, was ihr von solchen Sachen hält, in drei verschiedenen Situationen. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, ihr seid alles auch Podcaster, stimmt das? Also alle auch? Nein? Okay. Ich nicht. Ah, du bist Entwickler, genau. Ja. Aber Podcast-Hörer? Ja. Die erste Kategorie ist die Podcast-Hörer, für die Podcast-Hörer und Podcast-Hörerinnen. Das ist die zweite Kategorie. Was wünschst du dir und was wünscht ihr anderen euch als Hörerinnen und Hörer von so einer von so einem System? Was soll das alles können? Was soll das, was willst du kommentieren können? Was willst du finden können, erstellen und so weiter? Dann, einige sind aber doch Podcaster. Was ihr als Podcaster da drinnen sehen wollt, wie kann euch so ein System helfen dabei beim Publizieren eurer Podcasts, sprich Finden neuer Hörerinnen und Hörer, und das geht's wohl, und vielleicht auch Qualität des Podcasts zu erhöhen, im Sinne von Kommentare bekommen, Kommentarinformationen bekommen und aufgrund dieser Kommentare dann die Qualität vom eigenen Podcast verbessern. Und Nummer 3, hier gibt es mindestens zwei Softwareentwicklerinnen. Was kann ihr als Softwareentwickler beitragen? Was könnt ihr beitragen? Wollt ihr was beitragen? Das sind die drei großen Fragen, die mich interessieren. Und ja, diese Fragen würde ich euch gerne da in den Raum werfen. Auch wenn ihr schon irgendwelche Fragen habt, aus dem, was ich bisher gesagt habe, einfach stellen. Ja, wie schaut's aus? Ist mir spontan aufgefallen, ja, dass ich mindestens einen Podcast kenne, der in zwei unterschiedlichen Sprachen sendet. Das heißt, deine 1-zu-N-Beziehung, da klappt nicht. Ja, dann verbessern wir das auf N-zu-M, ist auch gut. Kein Problem. Du wirst aber im Feed nur eine Sprache eingetragen haben oder keine. Ja. Im meisten Fall. Aber wie gesagt, also das wäre ein geringes Problem, aber solche Sachen kann man natürlich ausbessern, muss man dann ausbessern. Wenn sich zeigt, dass an diesem Datenmodell was nicht passt, dann muss man halt das Datenmodell fixen, die bestehenden Daten rüber übertragen und die Sache hat sich, ist klar. Ja?
bin ein bisschen später gekommen. Vielleicht hast du das am Anfang als Intro so gemacht. Schau mal. Ich weiß nicht, was das Mission Statement genau in dieser Plattform ist. Aber was ich mich natürlich frage ist, ist das bidirektional? Im Endeffekt bist du wie so ein Proxy. Ja, ja, wo, ja. Ich mache irgendwo Content auf etwas, was mein Gestaltungsraum, hier ist sozusagen mein Haus, das gestalte ich schon. Du passt das oder die Plattform passt das schön ab, macht das da, sag ich mal, schön mundgerecht und nutzbar. Nimmt auch Kommentare und Feedback auf. Ja. Jetzt wäre natürlich erstmal mindestens so meine Erwartungshaltung, dass wenn du sozusagen dieses Recht sagst, irgendwie, ich weiß ja nicht, parsen kann man ja immer, aber dass sozusagen Dinge, die dort reingehen, dass es eine Option gibt, dass die auch wenigstens zurückfließen an den, der Content Provider. An den Podcaster, an die Podcasterin, genau. Das war das Stichwort API vorher, absolut. Ja. Da war mir halt wichtig, dass es dann eben auch bidirektional so funktioniert. Eigentlich ist das nicht bidirektional, sondern es ist der nächste Hop weiter. Ja. Nicht? Also, nicht nur, dass es eben nicht nur One-Way ist, dass, sag ich mal, User-Generated Content, der da ist, auch wiederum zum Vorkommt. Vielleicht möchte ich da kurz noch drauf eingehen, was ich da echt zurzeit als ziemliches Problem habe, ist darüber nachzudenken, inwieweit dieser Content anonymisiert werden sollte. Also soll für die Hörerin, den Hörer des Podcasts, der da jetzt kommentiert, die Möglichkeit bestehen, ich gebe jetzt meinen Kommentar anonym ab. Das, ja? Also ich hätte da jetzt schon, weil ich habe vorhin direkt gehört, was ist Use Case, ne? Weil gesagt ist, wenn man es hört, kann ich einen Kommentar reinmachen und der es als nächstes fließt, also wie so ein Subtitle, der unten drunter kommt, wird das reviewed? Wenn es nicht reviewed wird, wäre für mich so das erste Use Case, ich höre mir das als erster an und erstmal direkt die ganzen Werbeklinklang und fertig ist die Luzi oder ich mache auf irgendeinen Virus, was auch immer man da Schönes machen kann. Das wäre also für mich jetzt mal die Frage, gibt es eine Art Review-Prozess? Eine Lösung, die ich mir vorstellen könnte, ich weiß nicht, wie das von der Zielstruktur bei dir gedacht ist, dass man so eine Art, jemand, der einen Podcast macht, ist wie der Hausmeister des Content-Bereichs bei dir, der so einzelne Funktionen freischalten kann, der auch sagen kann, ja, ich habe vielleicht gar keine Feedback-Lösung bei mir, will ich auch nicht, mir ist egal, dass es die bei euch gibt. Um da sozusagen dann den Hoheitsbereich. Dann ist auch wieder die spannende Frage, soll diese Person auch gleichzeitig der Moderator sein oder soll die Person einen Moderator delegieren können? Kann es entscheiden. Soll das dann instantan moderiert werden müssen? Also ein Kommentar wird nur von anderen Usern gesehen, wenn es abgehakt worden ist oder ist es umgekehrt? Zuerst sehen es einmal alle, aber es kann wieder rausgekickt werden. Ne? Also das sind sehr viele Fragen. Ja, aber ich denke, die Plattform selber hat ja erstmal diese Designentscheidung, ist ja etwas, was bei dir liegt. Absolut. Dann gibt es für mich halt immer noch so eine vielleicht Hoheitsentscheidung, die derjenige, der den Podcast hat, der das dann aber sozusagen gestalten kann. Oder eben sowas auch wie auf meinem Podcast keine Kommentare, weil das ist ein heikles Thema. Also da habe ich einige Podcasts hier schon gehört, wo ich mir vorstellen könnte, da sind vielleicht öffentliche Kommentare keine gute Idee dazu. Das kann ich mir auch vorstellen. Bist du dir denn sicher, dass du überhaupt Kommentare haben willst in der ganzen Plattform? Also wäre es nicht einfach ein Ansatz zu sagen, schieben wir erstmal nach hinten, weil es halt eben so viele Probleme mit sich bringt und zu sagen, lassen wir es vielleicht einfach bei einem Like am Anfang? Das war auch die erste Idee eigentlich nur ein... Das braucht keine... Also Like braucht keine Moderation, das ist klar. Das heißt aber auch, dass es wirklich nur ein Like ist und nicht Upvote, Downvote ist. Auch das wäre eine Option, die ich mir schon überlegt habe. Eine große Plattform, die hat sich jahrelang darauf beschränkt, nur mit Likes zu leben. Ja, es gibt viele. Auch groß geworden. Ja, also, es gibt viele. Also ich höre, bin fast ausschließlich Hörer, aber ganz massiv, weil ich selber auch für die Arbeit nutze, weil ich als Wissenschaftler, ich hole mir von etlichen Journals solche redaktionelle Überarbeitung und sammelt dann sozusagen Informationen für Vorlesungen und so. Ja. Also ich würde gerne eine Kommentarfunktion haben, aber nicht öffentlich. Also für mich in meinem User-Account, dass ich eine Schnittstelle habe, wo ich meine ganzen Feeds zusammen... Also quasi Private Accounts für dich selbst. Wo ich das zusammenlesen kann, wo ich mir zum Beispiel Primärliteratur für einen Kommentar noch selber hinlegen kann, dass ich sozusagen retrospektiv sozusagen diese ganzen Sachen noch zusammenmischen kann. Weil das Problem ist halt, ich habe es jetzt hier, ich habe es auch immer dabei, ich bin selten am Rechner selber und ich bräuchte eigentlich was, wo mir sozusagen so meine Hörhistorie zusammenstellt und dann kann ich die am Abend runterkommentieren, weißt du?
Und dann kann ich dann sozusagen, weil ich habe oft dann so, Mensch, zum Beispiel hier kam ein schönes Feature dann auch aus dem Öffentlich-Rechtlichen und das hatte ich mir runtergeladen und gemerkt, weil ich ja weiß, in 7 Tagen ist es weg. Ja? Das heißt, hieß gehackte Gene, die haben aber nur keine Primärliteratur. Das hat mich echt 5-6 Tage gebraucht, bis ich den Redakteur erwischt habe, der mir dann die ganze Primärliteratur, die er auch gerne zur Verfügung gestellt hat. Aber das muss ich natürlich wirklich auf Halde legen können, damit ich mir das alles und ich höre so 6-8 Stunden am Tag solche Literatur. Ich hätte die Frage, inwieweit es nicht reichen würde, dass du dir sehr schnell Permalinks auf einzelne Episoden, auf einzelne Stellen in Episoden erzeugen könntest. Also sowas ja, das wird halt dann natürlich eine ganz schnell eine ganze Masse. Ich hätte halt gerne so ein bisschen chronologisch sortiert und was du implizit automatisch für mich erzeugst, ist, dass du ja da einen Stream von Daten erzeugst, dass einen Stream von Nachrichten erzeugst. Man könnte im Prinzip auch auf die Idee kommen, dass du dich selber abonnierst. Also ja, die Kommentare... Mit dem Feed habe ich auch schon wieder ein bisschen drüber, da bin ich jetzt gerade am Anfang, aber da habe ich so ein bisschen noch... Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht verstanden. Ich höre natürlich viel am Handy. Ne? Wie bekomme ich jetzt sozusagen jetzt, dass ich jetzt zack, sozusagen das in mein Konto dann da rein. Ne? Da habe ich halt jetzt nur die Connection zu dem Feed. Jetzt muss ich darum wäre es halt hübsch, wenn das in Podcatcher integriert wäre. Da sitzt ein Mann, der so ein Ding entwickelt. Ja, ich habe nämlich noch meine, ich nutze Android und nutze den Loopbot. Und zufällig vor ein paar Tagen habe ich das ganz gerne habe ich ihn angefragt, so ein Feature-Request gemacht, und ob er es mir nicht einfach meine, eigentlich hat er ja, die Daten fallen ja im Catcher auf, ob er das nicht einfach irgendwie in so eine iCal oder in irgendeine Kalender-File einfach rausschmeißen lassen könnte. Würde mir ausreichen, dann würde ich es in meinem Kalender lokal hochladen und dann hätte ich meine Daten da. Ich weiß es natürlich, ich bin jetzt kein Entwickler da in der Umgebung. Das wäre ein super Feature und hier jeder hier, auch Timme Böcklauf, würde den Füße küssen. Ja, der hat auch schon in einigen Podcasts darüber gerantet, dass er sowas haben will. Und das ist echt ein Problem, wenn ich am Tag so 30, 40 so Dinger durch, ich höre es in doppelter oder noch schneller Geschwindigkeit, je nachdem, was es ist. Und dann doppelte Geschwindigkeit um 6-8 Stunden? Ja. Okay. Ja, das laufen am Tag so 60, 70 Artikel auf, die dann da zum Teil auch kommentiert werden und ich muss ja irgendwie abarbeiten. Das ist halt ein Job. Ne? Schön, ne? Und früher hast du halt einen Stapel toten Baum gekriegt mit Abstracts, ja. Und dann hast du die halt durchgenommen, jetzt werden sie die halt vorgelesen bzw. auch noch ein bisschen kommentiert. Kannst du auch mal, da habe ich einen Vorteil, kann ich nebenbei noch meinen Server administrieren. Festplatten tauschen oder irgendwas machen. Gut. Nein, super. Ich will ja Feedback. Ich bin ja hier, um Feedback zu geben. Wie hast du dir das da vorgestellt? Also so, wenn ich jetzt am Handy sitze, ja, und ich habe da jetzt gerade nur Handy da, und am liebsten hätte ich es auch ganz gerne irgendwie nur so also einen Button drücken müssen und dann erstmal so vorgemerkt, so wie es jetzt. Ob du am Handy sitzt oder am Laptop ist insofern egal, dass das Ding halbwegs responsiv funktionieren soll. Ja, okay. Was über eigene Historie, und eigentlich hast du das Thema jetzt eigene Historie, eigenes Verhalten dokumentieren und so weiter angesprochen. Ja. Über dieses Thema habe ich eigentlich bisher gar nicht nachgedacht. Das ist eine vollkommen neue Geschichte. Eine Art Fantastik für Podcasts sozusagen. Mhm. Ich glaube, der Unterschied, was ja hiermit einfach, glaube ich, zu implementieren wäre, weil hier das basiert ja ausschließlich auf einem Webplayer. Du hast ja hier nicht die Möglichkeit, also ich muss immer sagen, ich benutze auch super viel mein Smartphone, aber weil ich es halt zu Hause lade ich es noch schnell voll und auf dem Weg zur Arbeit saug, aber das mache ich ja nicht online. Ja. Das heißt, ich habe sozusagen da so eine gewisse Teilung und ich glaube hier, wenn es nur dieses Online abgreifen und wenn du nur im Büro hören würdest, wäre es ja einfach, aber dieses, sobald es in eine andere Verwertungsanwendung irgendwie reinfließt, dann wird es schwierig in die Statistik. Darum, ich finde das so snappy, diese Idee, die du halt hattest,
Die so, ist ja so ähnlich wie Last.fm früher, wo man halt alles, was man gehört hat, wurde automatisch irgendwie einfach aufgepackt, zumal du ja dann die Metadaten auch noch direkt mit in den Kalender schreiben könntest. Genau, genau. Das wäre so. wär halt so einfach so eine, aber ich sage jetzt einfach, ne? Also halt so ein, das ist jetzt völlig abwertend gegenüber Entwickler sein. Also G-Porter kann das zum Beispiel, die nennen das glaube ich Events, da kannst du dann ja, sowas wie runtergeladen, von bis gespielt, gelöscht haben sie zum Beispiel auch. Also ich würde mir einfach mal generell die G-Porter API mal anschauen, da haben sich Leute also ein paar Gedanken gemacht. Im Webplayer ist es kein Problem, da habe ich die Informationen rein. Ich weiß, wenn die Seite aufgerufen worden ist, ich weiß, wenn ihr auf Play gedrückt hat, ich weiß, wenn ihr auf Stop gedrückt hat und so weiter. Also die Daten wegzulegen ist alles kein Problem. Das ist relativ simpel. Aber was schwierig ist, ist, was er angesprochen hat, was ist, wenn das auch offline funktionieren muss. Dann funktioniert es mit einer Web-Applikation in der Form, wie sie jetzt implementiert ist, nicht. Dann müsste die viel mehr können. Das geht im Prinzip schon auch, also mit, ich will jetzt nicht React sagen, weil da glaube ich wäre es mühselig, aber ich habe relativ lange Ember.js entwickelt, da könnte man sowas in einer lokalen Datenbank im Browser persistieren und wenn du dann das nächste Mal online gehst, dann schickt er halt diese Sachen hoch, aber ganz genau, danke, dass du für mich ausschnaufst, das ist viel Arbeit. Wie höre ich denn, wenn ich offline bin? Ja. Also, wie kann ich denn überhaupt damit interagieren, wenn ich offline bin? Aus dem Browser-Cache. Wenn du dir zuerst zu Hause überlegst, jetzt auf dem Weg in die Firma, das sind jetzt 2 Stunden, sagen wir, dann möchte ich jetzt die 4 Episoden hören. Klickst einmal durch, hast den Browser-Cache. Das ginge. Mit dem Player? Das ginge. Okay. Das könnte man cachen. Ja. Das könnte man alles cachen. Welches Problem löst du denn? Deiner Seite. Das heißt, Podcast Discovery. Genau, du willst ein Verzeichnis. Ich möchte ein hübsches Verzeichnis haben und nicht nur ein trockenes Verzeichnis, was technisch generiert ist, sondern ich möchte auch sehen, das Userverhalten von anderen Leuten. Also ich habe ein paar Kumpels, die ähnliche Sachen hören wie ich. Wenn die was Cooles finden, dann möchte ich das auch zumindest wissen, was die Cooles gefunden haben. Vielleicht möchte ich mir es dann auch anhören. Also mir kann als Benutzer gefallen, dass ich durch so ein Verzeichnis gehen kann, aber ich will dann auch suchen können und ich würde auch gern, dass mit Text gearbeitet wird. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Art suche vom Podcast, ist mir nicht geholfen. Ich kann mir immer nur Kategorien anzeigen lassen. Zurzeit gibt es keine Volltextsuche. Wobei, das zu implementieren ist wieder relativ einfach. Also es ist eine relationale Datenbank dahinter. Wäre eben nicht auf diesen Verzeichnissen nur zu bleiben. Mhm. Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Verzeichnissen, dass du diese Art hast. Aber die anderen müssten dann auch mit rein. Also das wäre mein Gedanke dazu. Und ich wollte noch mal wissen, wie dieser andere Player heißt, von dem du so begeistert bist. Podigy Web Player. Podigy. Die sind, habe ich es richtig verstanden? Ja. Das ist eine Podcast-Hosting-Plattform. Deutsche Leute, nette Leute, mit denen man hier reden kann, laufen hier auch durch die Gegend. Player gibt es auf GitHub. Ja. Das ist wirklich gut. Ja. Mach weiter. Nein, ich wollte dir nur sonst einen Tipp geben, weil gerade Tim hatte ja vorhin die 2.4er vom Plugin. Und an der Stelle ist es so, die sind jetzt auch konnektierbar, genau mit den anderen Webplayer. So, noch eine andere Sache, die mir eingefallen ist, natürlich, das war vorhin schon angesprochen, halt dass die Daten in jede Richtung gehen. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf deine Plattform einlasse, möchte ich trotzdem, dass die iTunes-Kommentare mit erscheinen und dass es vielleicht auch dahin zurückgespielt ist. In meinem WordPress kann ich die App iTunes importieren, das geht also technisch. Ich möchte nicht. Haben wir noch nie angeschaut, interessant. Ja, das ist wieder ein neuer Punkt für mich, danke. Ja, es ist halt, sollte nicht gefangen sein da drin, die Daten. Ne? Also ich möchte auch zu einer anderen Plattform wechseln können, beziehungsweise ich möchte auf meiner Plattform dann auch wieder einbinden können. Das Schöne mit der EU-Datenschutzgrundverordnung muss ja die Plattform dann auch ab 2018 eine Möglichkeit der Datenportabilität gewährleisten. Genau. Ja, wobei das Gesetz wird uns kaum helfen. Man kann Daten so schlecht portabel zur Verfügung stellen. Also da muss schon sehr viel Intention eben auch da sein. Aber die Intention habe ich absolut. Weil mich interessiert nicht, ein Datensilo zu werden. Also ich will nicht bunkern. Ich würde schon gerne davon leben, sage ich ganz offen. Genau, das also, muss zum Geschäftsmodell kommen und da kommt man auf die Idee, die Kunden an sich zu binden, die technisch nicht versiert gesucht sind, abhauen zu können.
Das würde ich dir empfehlen. Du solltest den Vorteil haben, offen zu sein. Das ist dann dein Vorteil, dass du offen bist. Ihr könnt immer gehen, wann ihr wollt, Leute, aber also ich, leid, weil die so gut ist. Und ich, was für mich vollkommen klar ist, was immer sein muss, jeder User muss seine Daten vollständig kriegen können und jeder Podcaster muss die für ihn relevanten Daten oder für sie relevanten Daten unbedingt kriegen können. Das muss gehen. Hier nämlich die nächste Frage auf. Wie kann ich jetzt meinen Podcast, der da drinnen aufscheint, claimen, dass ich quasi der Podcaster bin oder die Podcasterin? Bisher, indem du mir sagst. Okay, also, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht vor, da zigtausend drinnen zu haben. Sicher. Und es ist relativ einfach. Im Feed steht im Allgemeinen drinnen, von wem es ist und Adresse und da kann man ein bisschen vergleichen und da kann ich dann schon schauen, ob du es bist. Vielleicht steht da sogar deine E-Mail-Adresse drinnen, wenn du dann einen Account anlegst mit der E-Mail-Adresse, kann ich die matchen. Alle die, die hinter der E-Mail-Adresse stehen, kann ich dir sofort geben und alle anderen kannst du auch immer sagen, das ist aber meiner. Und dann kann ich Heuristiken mir überlegen oder es wirklich manuell. In der 2.4er Beta ist jetzt ein Modul für FÜD drin, bei dem du einen Claim-Code mit angeben kannst. Dann kannst du bei mir einen Claim abholen, das ist dann, was weiß ich, 32 Zeichenkette. Schmeißt du da rein in das Modul, dann schreibt ihr das in den Feed rein. Ich auf der anderen Seite gucke mir die geclaimten Feeds an. Ist der Code drin? Ja, gehört dem User. Im Zweifelsfall klaut ihr das Modul aus dem Podlove Publisher. Das sind wirklich nur 20 Zeilen oder 10 Zeilen. Ja. Mach anstatt für Panoptikum rein. Parsen musst du ja sowieso. Ja, ja. Ja. Und dann machst du halt einen eigenen Tag mit einem eigenen Namespace. Fertig aus, dann hast du die Bestätigung, dass derjenige, der den Feed einreicht, auch wirklich derjenige ist, der behauptet, es zu sein. Hm. Weil das klappt mit 99% der Fälle und diesen einen Fall, wo du es nicht haben wolltest, hat sich jemand als Tim Pritlove ausgegeben und dann hast du ein Problem. Noch eine Frage, weil wo ich Sebastian hier von der Wikimedia sehe, da gibt es ja immer die Diskussion um die Relevanzkriterien. Jetzt, wenn du sagst, wir nehmen hier nur die guten Sachen auf, ja. Was sind denn die Gutkriterien? Die ein User in seiner OPML-Datei hochlädt. Also für einen User relevant genug, dass er sie in seinem Podcatcher abonniert hatte oder einträgt, als den höre ich. Okay, dann verstehe ich. Mit anderen Worten, man kann es auch selber initiieren, indem ich absolut. Okay, ich verstehe. Wenn ich ein OPML hochlade, sind 10 Feeds drin. Einen kennst du nicht. Was passiert? Ich schaue, ob ich ihn parsen kann. Wenn ich ihn parsen kann, parse ich ihn rein. Wenn ich ihn nicht parsen kann, landet er in deiner Tabelle, der noch nicht geparsten. Und dann muss ich hast den Parse gesehen? Erweitern. Hast du gesehen, ja, das ist die nein, Müllhalde. Nein, das ist die Müllhalde oben drin. Aber der Parser muss lernen, der ist noch ganz am Anfang. Aber das ist auch eine recht spannende Geschichte, das am Parser zu programmieren. Und schlammig. So, ja. Ja. Also da und fühlt sich immer schmutzig hinterher, gell? Ja. Also muss jedes Mal duschen hinterher. Übrigens, hören wir damit auf, so zu tun, als wäre OPML ein Standard? Na, OPML ist schön sauber, da ist nicht viel drin. Also das ist halb. Die also, ersten verglichen sechs, mit den Feeds? Die ersten sechs, muss, die ich bekommen habe, waren alle untereinander inkompatibel. Ja, also man braucht doch einen OPML-Parser vorher, bevor man sich dann einen Feed-Parser. Darf sich am Ende nur auf den URL darin verlassen. Ja, alles andere kannst du wegschmeißen. Genau. Dupes. So. Du hast Freakshow /feed/mp3 drin. Und ich komme mit dem OPML daher, da steht aber AAC drin. Ja. Jetzt? Ich will nur eine kleine Werkspionage. Schauen, was hast du für URLs drinnen als Webseite dahinter? Wenn es die gleiche Webseite dahinter ist, ist es wohl ein Dupe. Solche Sachen. Die Personen gut. Man könnte auch so Sachen sich überlegen, nee, wie von der Enclosure die Dateierweiterung wegschneiden und schauen, was da überbleibt. Ob das ident ist. Und die Webseite gleich. Wenn das ein Redirect ist, so wie beim Redirects muss man sowieso nachlaufen, weil die Seite vorher hat keine Bedeutung, die hat keinen Wert für mich. Wenn. Bitte? Nee, du warst dran. Du wolltest was sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn der ursprüngliche Feed, also ein Redirect ist, dann speichere ich den auch nicht ab, weil der hat keinen Sinn. Nein, jetzt beim Enclosure zum Beispiel. Auch dem muss man nachgehen, weil das bringt nichts damit, mit Redirects weiterzuarbeiten. Selbst wenn das theoretisch Permas wären, die ich damit verliere.
Ja. Eine Verständnisfrage, weil du gerade das mit den Loop sagtest. Ne? Nach meinem Verständnis, da ist jetzt jemand, hat das MP3-Ding dort hochgeladen. Jemand anders macht das MP4. Kannst du nicht bei, wenn du die Initialbetankung bekommst mit dem MP3-Ding, automatisch guckst du ja auch beim Empfänger nach und dort crawlen, was alles angeboten wird, weil eigentlich würde ich erwarten, als Kunde, wenn ich auf die Seite komme, dass ich alle mir angebotenen Dateiformate dort auch schon einzeln wählen kann. Das, weil wenn das im Feed drinnen steht als Alternate Feeds, dann ist das natürlich super und dann habe ich die auf die Art und Weise. Wenn es nicht drinnen steht, ich könnte die Webseite crawlen gehen, das will ich zurzeit nicht. Der Herr Kollege crawlt Webseiten, ich will keine Webseiten. Nur für Suchergebnis, nicht wirklich für strukturierte Daten. Ja. Die Items haben UUIDs meistens. Ganz genau, du hast das richtig beendet, den Satz, meistens. Sofern sie da sind, super, wenn sie sie nicht haben, muss man sich wieder was anderes überlegen. Zu jeder Möglichkeit, einen Dupe-Check zu machen, sage ich dir ganz klar ja, aber zu jeder. Es gibt keine... Aber es muss ja nicht auf eine einzelne beschränkt sein. Nicht? Genau, das ist der Punkt. Du musst möglichst viele sammeln und am Ende kommst du irgendwie so auf den Score und am Ende musst du trotzdem noch einen Match drüber gucken. Ganz genau. Dupes, Webseite, öffentlich-rechtliche. Dabei? Hey oder nee? Ja, dabei. Und wer sicher super rechtliche Probleme auch noch kriegen. Oh, das glaube ich jetzt noch nicht so, aber das Problem mit den Feeds kriegen, die sind die schlimmsten. Wie entsteht da diese Kategorie, die du hast? Momentan iTunes. Okay. Also du passt es aus dem Feed einfach raus und übernimmst es. Ja, ja. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, sich einen anderen Baum zu überlegen, wobei dann sind wir in einem anderen Thema, nämlich im Thema der Taxonomien. Also dann überlegen wir uns einen generischen Baum. Ich habe sowas mal in einer Firma probiert, über das Firmenvokabular eine Taxonomie zu erstellen. Ich habe keine zwei Leute gefunden, die sich auf irgendwas einigen konnten. Das heißt, das endet irgendwo in einer leichten Diktatur, dass dann irgendwer das vorgibt. Also Internet, ich weiß nichts Gutes, was es da gäbe. Man könnte Demos zum Beispiel auch wieder abkupfern, was die für Kategorien haben, dann hat man sehr viele leere Kategorien oder sehr tiefe Bäume. Du hast dich am Anfang mit Yahoo verglichen damals. Ja. Bei Yahoo hat ja noch jemand dahinter gesessen und jede einzelne Webseite quasi eingepflegt und die Kategorien gepflegt. Ja. Was du jetzt aber auch wieder versuchst, ist ja wieder eine Automatik reinzubringen. Du liest Feeds automatisch auf, du erstellst Kategorien automatisch. Wo willst du denn hin? Willst du, dass es jemand sich da hinsetzt und sich jeden einzelnen Podcast einmal anhört, reinhört, zu sehen, was es ist und es einfügt? Das ist, glaube ich, nicht einfach alles, was kommt. Du hast gesagt, du willst nur die Besten haben, die 10.000 von den 20.000. Sagst dann aber andersherum, jeder, der da so eine Datei hochlädt, dann nimmst du alle Feeds, die kommen, und liest sie bei dir ein. Also hast du im Endeffekt ja wieder doch alle drin. Nein, glaube ich nicht. Bewerten nicht. Also wenn ich einen Podcast mache, so schlecht der auch ist, nehme ich einfach meine Datei, die hoch, schlupf, hast du drin. Ja, das reicht mal. Also mehr Qualitätssicherung willst du gar nicht machen. Für die Aufnahme würde ich sagen, nein. Für die Aufnahme in das Directory, nein. Du wirst halt keine Likes kriegen. Du willst das Directory nicht kuratieren, eigentlich nicht. Du willst es halt nicht eine Auswahl haben von den Besten, so wie du in deinem Vortrag angefangen hast. Vielleicht habe ich das zu salopp formuliert. Also wie gesagt, wenn du es für dich als relevant erachtest, dass es in deinem Feed ist, oder in deiner OPML-Datei, die du hochlädst, drin ist, dann sage ich, du hast gesagt, dass es... Zweifelsfall mache ich das als Podcast-Ersteller selber. Ja, ist okay. Tu das. Okay. Habe ich mehr Content? Jetzt einmal. Nein, ich habe nicht vor, jetzt Leute rauszukicken, da jetzt aus, weil ich sage, ich höre mir die Episode an, ihr redet unverständlichen Dialekt, ihr fliegt da jetzt raus, das ist nicht die Intention. Aber was ich schon für sinnvoll erachten würde, sicher, ist zum Beispiel Podcasts, die ein Jahr keine neue Episode haben, fliegen zwar nicht raus, aber sind sicher nicht ganz oben die ersten. Nicht? Die verlieren einen gewissen Sinn an Relevanz. Das sollte das System ja irgendwie automatisch in sich erzeugen, dadurch, dass Podcasts mit häufigen Folgen weiter oben landen. Genau. Podcasts, die keine Folgen mehr, die ganz genau. Weiter unten. Ganz genau. Das wäre das nächste interessante Thema, rein die Sortierung jetzt innerhalb der Kategorien. Ist zurzeit zufällig. Du kannst die Seite mehrfach aufrufen und kriegst eine andere. Es ist zurzeit wirklich nur... Wenn du nach Häufigkeit der Abspielung das sortieren wollen würdest, dann müsstest du ja mitbekommen, dass es jemand abspielt. Aber die meisten... Der Likes, könnte man sagen. Aber das könnte sein, die Podcasts, die quasi, der gerade am jüngsten publiziert wurde mit einer neuen Episode, wäre halt ganz oben zum Beispiel. Oder irgendwie so, keine Ahnung.
Und du hast halt immer das Problem, dass die meisten über den Podcatcher hören, nicht über die Webseite. Das ist richtig. Was ich mir in die Richtung auch gedacht habe, User, die das gern, die da mitspielen würden, zum Beispiel alle 3 Wochen, alle 4 Wochen ein E-Mail zu senden. Du hast jetzt aus deinen Feeds folgende neue Episoden. Könntest du uns sagen, sind die gut? Also willst du die liken oder nicht liken? Biete den Kollegen eine API an, wo du ein Like entgegennimmst, der baut in seine App einen Button ein, wo ich drauf drücke. Aber leider, super, ja, und wir haben auch schon geredet drüber, aber leider ist er halt auch wieder nicht der einzige Podcatcher. Das heißt, damit lösen wir es für einen, aber wie funktioniert es für alle anderen? Das ist dann auch wieder, wie kriegen wir alle Leute zu seinem Podcatcher zu verwenden, wenn man nicht einmal die Leute dann braucht? Die Treppe, die da hin ist, hat 100 Stufen. Aber mit der ersten fängst du an. Ja, absolut, ganz genau. Und deswegen bin ich auch hier. Und deswegen höre ich jetzt einmal, nehme ich alles an Feedback auf. Nach einem Button, den ich meine Shownotes packen kann. Ja, genau. Kriegt. Ganz genau. Ja, soll ich das sagen? Wann kommt denn die API? Wann gibst du mir denn eine API? Es ist super, wie ungesetzt. Setz dich an den Rechner, mach eine, verdammt nochmal. Das ist die Gelegenheit. Ich habe sogar beim Herfahren. Glaubst du, ich habe was committed? Ich war stolz, das war mein schnellster Commit. Ich habe bei 230 km/h committed. Also gerade Likes ist super schnell implementiert. Absolut. Und dafür eine API zu Zug hoffentlich. Ja. Im Zug, im ICE, im Zug. Nicht auf der Autobahn, im Auto. Nein. Im Zug rückwärts gegen die Fahrtrichtung. Siri, komm mit. Das sind einfach Favoriten, weil das hat sich etablierter Begriff. Also Testen. Nicht Likes, sondern einfach Favoriten. Ja. Das hat sich etabliert, das kennt man. Ja. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen bei G-Podder schauen. Die haben sich jahrelang über so eine API Gedanken gemacht, wie man, was der Nutzer braucht. Die haben ja sowas Ähnliches in die Richtung, die haben Tags und so weiter. Schade. G-Pod ist zumindest auch insofern ein guter Kontakt für mich, weil er in Österreich für mich verfügbar ist, sprich den kann ich auch persönlich mal nehmen. Einfach von der API lernen. Einfach mal gucken, die haben sich ja schon Gedanken gemacht, was haben die so an Features eingebaut, auch dieses Events haben sie sich Gedanken gemacht, es wäre doof, sich das nicht zumindest mal anzugucken. Absolut. Das muss man auch nicht gut finden. Absolut, ja genau. Das ist gerade in deine Richtung. Ja, ist schon angekommen. Keine Sorge. Oder Podcast, das ist auch nicht ganz doof, was die gemacht haben. Aber eingestellt. Naja, aber die haben sich zumindest mal eine API überlegt und man kann sich das ja mal angucken, mal schauen, was haben die sich für Gedanken gemacht, vielleicht was haben die für Fehler gemacht, was haben die gut gemacht. Und erstens einmal, ich finde es super, wie viel Feedback ich hier jetzt schon von euch bekommen habe. Ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Zeit noch eine Spur darüber nachdenkt. Wenn euch was einfällt, würde ich mich über weiteres Feedback sehr freuen. E-Mail-Adressen gibt es auf der Webseite, auf GitHub-Issues erstellen, Feature-Requests, all diese Sachen. Also, von der Lizenz her momentan laufe ich mit AGPL. Noch ist das sehr einfach umzustellen, weil ich der einzige Entwickler dran bin und kein einziger eine andere Zeile Code geschrieben habe. Ich bin ein bisschen drüber am Nachdenken, ob ich was Freieres nehmen soll. Eigentlich gefällt mir AGPL aus politischen Gründen sehr gut. Ich werde meinen Lebtag niemanden verklagen, weil das interessiert mich einfach nicht. Das ist eher ein politisches Statement für mich. Was sagt ihr zum Thema Lizenz? Ja, das ist von MIT. Ja, das ist ja so fast die Welt. Okay. Also die Lizenzen, die ich kenne, die reden auch nicht drüber über Datenverwendung, sondern geht es ums Link. Ja, ich habe jetzt vom Coder mal geredet. Was die Daten angeht, stehe ich zurzeit in Gedanken bei ODBL heißt das Ding, Open Database License. Das ist die einzige freie Lizenz, die ich gefunden habe, die sich für mich, eigentlich die für Datenbanken gedacht ist, aber die sich am besten für APIs mappen lässt, in meinem Gefühl. Was glaubt ihr, wie viele User wird es abschrecken, wenn die Daten nicht anonymisiert würden, dem Podcaster gegenüber oder der Podcasterin gegenüber? Ich verstehe nicht, was du damit genau meinst. Du schreibst einen Kommentar als User. Und diesen Kommentar kann jetzt der Podcaster über die API sich holen. Kriegt er dann nur den Text oder kriegt er auch den Usernamen, um zum Beispiel zurückfragen zu können über die Plattform? Okay, es geht also nur um Kommentare, nicht um mein Hörverhalten. Und du kannst es auch erweitern auf das Hörverhalten, das gibt den Gedanken. Ich meine, ja? Aber ursprünglich geht es mal um den... Scopes muss man sich überlegen, ja, man dazu, wie viel schränkt es ab, genau, beantworten kann. Genau. Du willst es, glaube ich, nicht anonym machen. Wollen tue ich es nicht, aber wie viel schreckt es ab? Also wenn die Leute was dem Podcaster mitteilen wollen, dann sollen sie eine E-Mail schreiben oder sonst was überlegen. Aber ich glaube, anonym, da fängst du der Trolle ein und das will man, glaube ich, nicht.
die fangst du so auch ein, aber... Ja. Das glaube ich auch. Das ist, glaube ich... Für einen Kommentar muss man bei dir angemeldeter Nutzer sein. Ja. Transportier es mit. Arbeitest du gerade gegen ihn oder mit ihm? Nö, ich arbeite für mich. Das schwankt. Das schwankt. Nee, also... Also für mich frickst du das ganze Kommentarezeug weg. Ja. Ich würde den Schuh echt nicht anziehen. Ja. Damit machst du dir eine Arbeit und dann für die sinnvollen Features, die du noch einbauen könntest, hast du dann Ressourcen verschwendet. Also tendenziell, wenn wer kommentieren will, dem Podcaster gegenüber, soll es einfach sein, die E-Mail-Adresse des Podcasters zu finden, damit man eine E-Mail schicken kann. Oder einen Link auf die Webseite, wo garantiert... Ja. Das ist sowieso, das ist echt klar. Das ist sowieso, bin ich drauf. Also den Schuh will ich auch nicht anziehen. Oder brauchst du mal erstmal alles andere und wenn du dann noch... Kann man noch immer über Podcasts noch über Kommentare. Ich glaube, das ist das Letzte, was ich programmieren würde. Okay. Also ich würde auch mit den Kommentaren warten. Ne? Das... Oder du hostest sie selber. Sobald du sie selber hostest, bist du auch das verantwortlich. Das Stand ist. Verantwortlich in dem Sinne, dass du sie runternehmen musst, wenn dir mitgeteilt wird, dass sie runternehmen sind. Genau, das heißt. Ist Arbeit. Ja. Ja. Gut, die Idee war ja schon da, einfach iTunes auszulesen und die Kommentare von da zu nehmen, wenn das geht. Ja, aber das sind dann ziemlich sicher wieder nicht die einzigen Kommentare, weil sonst erzwingst du, dass jeder iTunes verwendet. Und das will ich sicher nicht, einen Login in irgendeine Plattform. Das ist genau die gegenteilige Idee, sollen die Daten möglichst offen sein. Dann also die Daten sind doch natürlich jetzt mitten zwischen zwei Stühle rein. Ja? Auf der anderen Seite, unter Umständen, bist du ein Hörer an Podcaster an oder umgekehrt. Also du bist immer auf der Verliererseite. Ich würde es auch sagen, lass es weg. Hinzu kommt, dass Kommentar ja keine qualitative Aussage ist. Kommentar sind Wörter. Und ehe du nicht wirklich als Mensch drüber liest oder einen verflucht guten Textfaser hast, weißt du ja gar nicht, was steht drin. Also es ist ja, außer steht drin Scheiße oder geil. Dann ist es relativ einfach zu qualifizieren. Nur, aber ich habe eine Idee, wie du deine Plattform noch mehr Bekanntheitsgrad machst und noch mehr Leute reinbekommst und Kommentare. Jetzt bin ich und zwar zu jedem Content-Element, was du hast, machst du ein RSS-Feed mit Audiokommentaren, die Leute uploaden können. Dann würde sozusagen hast du Feedback und hast irgendwas Neues gemacht, was vielleicht so einen Mehrwert gibt, was auch sinnvoll ist. Die kannst du nicht so schnell. Dann haben wir endlich Hate Speech Podcast. Nein, Entschuldigung. Ja, herzlichen Dank. Feedback vor allem. Nein, es gibt noch das S-Tag dazu, nenne ich Kinski. Du dumme Sau! Es gäbe theoretisch noch andere qualitative Informationen, die man abfragen kann, im Sinne von empfehle ich auch weiter. Nicht? Also habe ich gern gehört, ist sozusagen die schwächere Form, und dann empfehle ich auch weiter, wer sozusagen. Das ist die beste Aussage, die getroffen werden kann. Ja. Hörst du doch auch mal. Genau, Weiterempfehlungen mit direktem. Episodenverlinkung. Ja, genau. Wie sieht das so? Ja. So bis hin zu vielleicht auch, wenn die User einander folgen können, empfehle ich den User auch weiter. Okay, wirklich sinnvoller wie Kommentare wäre zum Beispiel eine Darstellung, wenn sich das machen lässt und sinnvoll wäre. Aber zum Beispiel, ich finde es manchmal auch ganz gut, mir empfiehlt zum Beispiel jemand Podcast-Folge, aber ich gucke in meinem Podcast und denke, naja, ich habe da noch 15 Stück drin. Will ich das jetzt mit reinpacken? Und da wäre die Information irgendwie ganz interessant zu sehen, ganz kurz, welcher Chapter, welchem Inhalt irgendwie also gerade... unterhalb der Episodenebene empfehlen zu können. Genau, was für ein Teil dieser Episode, weil das ist ja manchmal, das was interessant ist, ist manchmal ganz anders wie der Titel. Punkt. Der Titel irritiert und man lässt es weg. Obwohl eigentlich ein kleiner Teil, der wirklich viel Anklang findet, man eigentlich gerne hören würde, aber man weiß es gar nicht. Das wäre sogar total spannend. Du könntest den ganzen Scope dieser Plattform ändern und sagen, eigentlich gucken wir uns nicht mehr das die Entity-Podcast an, sondern immer die einzelnen Chapters. Ja. Weil damit hast du auch was Uniques im Gegensatz zu den anderen Verzeichnissen. Ja. Ich meine, das geht natürlich nur, wenn ich die Chapters auch habe, aber nichtsdestotrotz. Ja, das ist aber dann Anreiz. Dann nimmst du nur noch Chapter-Podcast. Oh nein. Es gibt so viele Anreize für Kapitel und keine Angst. Ja. Ich bin kein Anreiz für irgendjemanden, irgendwas am Podcast zu sehen. Wenn du lange nicht. Podcast-Macher und Macherinnen zu irgendwas zwingen willst, musst du ein Gewicht haben. Hm. Dann musst du entweder iTunes heißen und eigenen Text durchsetzen. Google hat jetzt ja auch seine bei iTunes geglaubten Text in den Feeds drin. Das gewinnt so langsam ein bisschen an Fahrt, aber selbst Google.
hat an der Stelle noch gar nicht so viel, fürchtlich viel Gewicht, um da Dinge durchzusetzen. Geschweige denn er oder auch ich dazu hingehen können und Leute dazu zwingen können, kapitel machen. Aber mit der vorgehaltenen Pistole vielleicht. War es nicht du, der gesagt hat, man fängt mit der ersten Stufe an? Ja. deshalb nutze ich die Dinge, die da sind, ja auch durchaus gern. Und hoffe darauf, dass das irgendwann genug Gewicht hat, als dass irgendwer sagt, okay, jetzt muss ich das aber wirklich machen, auch wenn es mir stinkt. Zum Beispiel anständige Episodentitel, damit, das ist auch so, das sind viele Probleme, die sozial anführungsstrichen zu lösen sind. Von dir wünsche ich mir, dass du bis Weihnachten dir vielleicht ein bisschen Elixir anschaust. Wofür? Dass du angefixt wirst. Wofür? Dass du nicht mehr Feed in PHP weitermachen willst. Warum? Dass du da weitermachst. Da? Ja. Yeah. Dafür bin ich viel zu viel Einzelkämpfer. Mich kriegst du nicht. Das ist doch eine tote Sprache, oder? Elixir. Das macht doch kein Mensch. Also. PHP auch nicht, und? Aber PHP hat wenigstens ein bisschen Marktanteil. Oder gar nicht mal wenig. McDonalds auch, weiß ich trotzdem. Na, also. Zum Thema tote Sprache, ja, es ist absolut noch eine Nischensprache. Die letzte Elixir-Konferenz hat immerhin nicht, was ist. 600 Leute dort gehabt, also das Ding weg. Was ist das? Darf ich Glück fragen? Was das für Sprache ist? Ja, habe ich ehrlich gesagt, habe mich früher für Programmiersprachen interessiert und habe allen möglichen Mist durchprobiert, aber aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Läuft auf der Aaron Virtual Machine. Okay. Also die Basis ist dieses OTP und Beam und ist implementiert von einem Herrn namens José Valim. Das ist ein alter Ruby-Entwickler aus Brasilien ursprünglich, der mittlerweile in Polen lebt, der eine Programmiersprache haben wollte, die nicht so sperrig zu programmieren ist wie Erlang, sondern das ist ein Mensch aus der Ruby-Welt, so wie ich auch gekommen bin, der eine nett zu entwickelnde Sprache haben wollte, die funktional ist und auf dieser Erlang Virtual Machine drauf laufen kann. Das heißt, das Ding ist kompiliert, nicht interpretiert und es geht in Richtung Ausfallsicherheit und in Richtung Geschwindigkeit. Das sind so die Core-Features für mich. Wenn ein Feed-Parser wo scheitert, egal, die anderen müssen alle weiter laufen. Also jeder von diesen Parser-Prozessen, der da läuft, ist wirklich nur ein kleiner Prozess, die alle unabhängig voneinander sind. Und es gibt dann Supervisor, dass ich die Prozesse anschaue, war der erfolgreich, war der nicht erfolgreich. Soll ich den sofort wieder starten? Soll ich ihn in einer Stunde wieder starten? Solche Policies, alles spitzig.